Ein Überraschungsgaststarter beim siebten Rennwochenende der IDM-Saison 2010 in Assen. Max Neukirchner, eigentlich zu Hause in der Superbike-Weltmeisterschaft, geht auf dem TT-Circuit mit seinem niederländischen Ten-Karte-Team in der IDM-Superbike an den Start. Ich will unbedingt den deutschen Meisterschaftslauf hier in Assen mitfahren. Und mein Team hat halt sehr, sehr lange gebettelt. Ich habe aber fünfmal schon Nein gesagt und irgendwann haben sie mich halt überstimmt, dass ich doch hier fahre, weil es halt kein leichtes Geschehen hier. Während Max in der Weltmeisterschaft in diesem Jahr eine Durststrecke zu durchleben hat, gelingt ihm sein Einstand an diesem Wochenende ganz ausgezeichnet. Platz 3 im Qualifying und das mit einem Motorrad, das mit seiner eigentlichen WM-Maschine wenig gemein hat. Es ist sehr, sehr schwierig zu gewinnen, weil es halt viele Teams gibt, viele auch, man kann eigentlich schon sagen, Werksteams, die da richtig Leistung hier zeigen. Und ich muss sagen, das Level ist sehr, sehr hoch und es ist nicht einfach mal getan, ein Motorrad aufbauen und zu denken, man kann ja um eine Sekunde Vorsprung gewinnen im Training. Also es ist wirklich ein sehr, sehr hartes Level. 14 Tage vor seinem Heimrennen in der Superbike-WM auf dem Nürburgring hat Max Neukirchner in der IDM die Chance, ein wenig Selbstvertrauen zu tanken. Keine leichte Aufgabe, denn auch in der deutschen Meisterschaft ist die Leistungsdichte ungemein hoch. Und der Wille der Konkurrenz, einen WM-Teilnehmer zu schlagen, natürlich immens. Die Jungs wollen natürlich alle beweisen, dass sie mich überholen wollen. Und das wirkt schon ein ordentlicher Druck auf mir, aber ich versuche damit gut umzugehen und versuche morgen gute konstante Runden zu fahren und versuche halt ganz vorn zu fahren.